Willkommen Reisende, wir sind in Soulstone Survivors. Wir probieren heute auf Fluchtstufe 5 die gefrorene Einöde für das Weihnachtsevent, um die letzten beiden Erfolge zu bekommen. Wir nehmen als Figur den Arkanen Weber. Müssen wir mal gucken. Bis jetzt habe ich, egal mit welchem Charakter, leider nie die gefrorene Einöde hier auf 5 geschafft, um den Eventboss zu triggern. Weil die müssen ja an einer bestimmten Stelle sterben, wie wir wissen. Machen wir direkt erstmal ein bisschen Leben hoch. Weil Stufe 5 einfach so schaffen, das geht. Aber sie direkt da sterben zu lassen, wo sie müssen, ist dann doch ganz schön schwierig. So, wir nehmen das arkane Schild. Dann erhöhen wir unseren Schaden ein bisschen. Jetzt kommen die Elite, das ist eher ungut. Weil die schneller laufen als wir. Machen wir expansiv. Natürlich bekommen wir wieder nur Scheiße vorgeschlagen. Kann aber auch Pech haben. Da will nur ein Crit ein bisschen. So. Arkaner Lichtstrahl, jetzt müssen wir mal zielen. Immer wenn er ready ist. Nehmen wir halt die arkane Scheibe. Machen uns ein klein bisschen schneller. Mehrfachwirkung. Ey, wir kriegen nur Müll. Da brauchen wir beide. Ja, nehmen wir als erst das, tauschen das damit aus. Davon brauchen wir nichts. So. Die Bosse sind getriggert, das ist eher schlecht. Weil uns noch Fähigkeiten fehlen. Wir müssen die da hinlocken. Und da muss einer von denen da mindestens sterben.
ohne dass wir direkt hops gehen. War was scheinbar nicht funktioniert. Kann ja wohl nicht wahr sein. Aber die machen auch. Ja. Wir können uns ja nicht mal schnell genug bewegen. Bleiben hier überall hängen. Ein Boss lebt noch. Ja, und wir landen natürlich in jeder Fähigkeit. Ja, klar. Kann nicht sein, dass wir diese blöde letzte Fähigkeit nicht kriegen. Die besser selbst, wo wir nicht sind, sind Fähigkeiten, also. Würden wir nicht überall hängen bleiben, ne? Ich will jetzt aber auch einfach nicht sterben, oder was? Müssen unbedingt schneller werden. So langsam müssen wir uns zu blau bewegen, weil die Bosse gleich, ja, da sind sie, war ja klar. Und wir hängen schon wieder fest. Könnte ja ruhig mal einer von denen sterben. Lieber mal gar keinen Schaden machen. Da, Lichtstrahl, endlich, ey. Ja, wir sind gerade gestorben. Cool. Immerhin haben wir jetzt die Fähigkeiten, die wir haben wollten.
müssen wir uns langsam wieder hier hoch bewegen. Ah, wir besuchen aber Orange. Hier müssen wir hin. Müssen wir dann gleich nur einen Boss hier auch hinbekommen. Wir sind noch arschlangsam. Ja, klar, warum auch ausweichen können. Irgendeiner der Bosse ist gestorben. Dann versuchen wir mal hier ein bisschen größere Kreise zu ziehen. Aber klappt ja gar nicht. Das läuft ja alles super. So, jetzt müsste ich nachgucken, ob erst lila oder der andere. So, gut, dass wir Fähigkeitsupgrade haben. Dann gucke ich mal. So, als nächstes brauchen wir grün und dann lila. Grün, ja, super. Wo ist denn der? Weiß ich überhaupt nicht. Ja, hier ist er. Hier. Und erst am Ende sehen wir auch, ob es wirklich geklappt hat. Wirklich in jedem Bereich einer drin stand. Ich diese Bäume auf diesen Karten hasse. Na super. Ja, das können wir vergessen mit dem Boss. Der eine hat einen Laser und der andere dreht sich im Kreis. Schaffen wir im Leben nicht. Weil wir ja eben einmal schon drauf gegangen sind. Direkt als er aufgetaucht ist. Boah, Alter, wir brauchen Heilung. So. Jetzt noch die Kristalle holen. Mehr oder weniger. Klappt ja super. So, dann gehen wir jetzt hoch zu dem letzten. Mal gucken, ob wir das schaffen. Und selbst wenn, dann müssen wir ja immer noch den Event-Boss töten. So. Ein bisschen hier Upgrades einfahren. Nein. Oh, warum läuft denn der nicht in die Richtung, in die er soll? Ich drücke nach links und wo läuft er hin? Nach rechts. Ist ja nicht wahr, ey.
läuft hin, wo er lustig ist. Also manchmal... So, bald kommen die letzten Bosse. Gut wären noch ein paar Upgrades, dass wir uns ein bisschen heilen können vorher. Weil wir heilen uns ja zum Glück mit jedem Level Up. Weil diese Flächen, ne? Ob wir einfach nur Pech haben. Den. So. Zwei Bosse, aber nicht einer steht auf diesem Feld. Ist ja geil. Ja, und natürlich sind auch Fernkämpfer aufgetaucht. Super. Ah, ist doch klar. Nicht einer von denen steht hier. So, die beiden stehen da. Kriegen wir einen von beiden getötet. Super, die verfolgen uns. Ist doch scheiße. So. Das Weihnachtsportal hat sich geöffnet. Es wird angezeigt. Dann haben wir zumindest Level 5 vom Fluch schon mal geschafft. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass wir den Eventboss auch noch schnell besiegt kriegen. Für die letzten beiden Erfolge, die uns fehlen. Boah, ja, diese Eisstrahlen machen natürlich auch super heftig Schaden. Wir machen ja gar keinen Schaden. Scheiße. Wir haben ihn ja nicht mal ansatzweise runtergeprügelt bekommen. Naja. War super für den Arsch. Keine Zeitverschwendung.
Naja. Immerhin haben wir Level 5 von Fluch geschafft. Aber da das mit dem Nahkämpfer super schwierig ist, überhaupt zu überleben. Ihr habt ja die roten Flächen gesehen. Und wir auch sehr spät erst hier die Fähigkeiten bekommen haben. Naja. Gut, immerhin Fluch Nummer 5 geschafft. Hätten wir auch einfach so haben können, aber naja. Dann kann man sich jetzt Fluch 6 angucken oder hier Fluch Nummer 6. Weil ist ja völlig egal und man muss ja auch nicht die dann da gezielt wieder hinlocken. Ist ja egal. Gut, dann hoffe ich, hat es euch auch gefallen, wie wir immerhin Fluch Level 5 geschafft haben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.